nämlich René Hiepen. Heute Nachmittag um ganz genau 17.45 Uhr haben wir auf dem Weihnachtsmarkt vor der Eisfläche einen Marathonlauf gestartet. 42,195 Kilometer, eine verdammt lange Strecke. 5 Minuten vor Start goss es noch in Strömen. 30 Sekunden vor dem Start ging dann der Regen ein bisschen zurück. Und so sah es heute Nachmittag aus um 17.45 Uhr. So, meine Damen und Herren, mitten in der Innenstadt von Chemnitz, an der Eisbahn, auf dem Weihnachtsmarkt. René Hiepen hatte die Idee zu helfen für die Deutsche Krebshilfe. Sein Run for Kids startet, wenn ich mit dieser Pistole den Startschuss gebe. Ich wünsche euch einen schönen Lauf. René, du weißt, es sind 42,195 Kilometer. Dieter, wir werden alles geben. Ich habe prominente Unterstützung. Mit vielen, vielen Sportlern sind wir heute hier. 11 absolute Topstars. Aber 42 Kilometer sind hart, insbesondere deshalb, weil ich vor 2 Wochen in New York schon mal gelaufen bin, für die gute Sache. Aber für Alina, die mich dazu gebracht hat, Marathon zu laufen für einen guten Zweck. Sie ist meine kleine Freundin. Sie hat seit 8 Jahren Leukämie. Aber ihr geht es gerade richtig gut. Und Alina, wir laufen heute für dich und für alle Kinder, die an Leukämie krank sind. Also, dann kann ich nur eines sagen. Wir starten in Chemnitz und sehen uns später in der Chemnitz Arena wieder. Startfrei und einen guten Lauf. Start. René führt das Feld an. Wer alles dabei war und wer dann am Schluss noch dabei ist, das werden wir später in dieser Chemnitz Arena sehen. Zunächst einmal vielen Dank, lieber René Hiepen. Wir schalten noch einmal ganz kurz rein, denn 17.45 bis jetzt 20.23 und 45 Sekunden, das ist schon eine Menge Zeit. Gelaufen sind bisher 2 Stunden 38.14 und so sieht es aus. Ein ganz kurzer Blick auf das Feld, das sich natürlich sehr auseinandergezogen hat, wie ich gerade merke. Vorne mit dabei Falco Götz und auch Axel Schulz, der Boxer. Wie das später aussieht, sehen wir. Und natürlich freut sich Alina, die hier bei uns jetzt sitzt, auf den René, wenn er später hier eintreffen wird. Ein Zwischenstand von unserem Kollegen René Hiepen. Wie sieht's aus beim Run for Kids? Beim Marathonlauf für die Deutsche Krebshilfe. Wie viele Kilometer, René, sind denn bis jetzt zurückgelegt? Ja, vielen Dank, Dieter. Wir melden uns wieder von der Strecke. Es ist richtig hart, wie erwartet, bei dem regnerischen Wetter. Aber ich habe prominente Unterstützung mit Arne Friedrich, Frank Busemann, Stefan Vukovic. Und wir sind bei Kilometer über 30 und hier wollen wir uns kurz mal verpflegen. Zwei Jungs und Mitarbeiter, die mitgelaufen sind. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus der Schnurhaus, das liegt bei Paderborn. Ja, ich komme auch. Ich heiße Sven Malina. Und ihr habt eine kleine Spende mitgebracht für die Deutsche Krebshilfe? Ja, wir haben 9.000 Euro mitgebracht. Die haben wir bei wie viel? 9.000. So viel? Die haben wir bei einer Benefizveranstaltung gesammelt. Und da wollten wir jetzt hinkommen und die spenden hier. Also überreicht die 9.000 Euro. Vielen Dank, die nehmen wir mit auf die Strecke. Wir müssen noch gut 10 Kilometer. Wir verpflegen uns ganz kurz. Arne, Stefan, Schlückchen Tee, Schlückchen Wasser. Und ich hoffe, dass wir pünktlich im Ziel sind. Also Motorradfahrer, auf geht's. Fahrt weiter. Und wir laufen weiter, gut 10 Kilometer. Und bitte, 2 Grüße noch. Wir haben, den wir gestern besucht haben in der Chemnitzer Kinderklinik, haltet durch, wir sind bei dir und begrüßen die Beate in Hamburg. Noch 10 Kilometer, Dieter. Und dann uns zurück ins Studio. Bis gleich. René, die letzten Worte sind im Beifall hier in der Halle untergegangen. Ich wünsche weiterhin einen guten Lauf. Zeigt mir noch einmal die Zeit, bitte, die er jetzt gerade rausgenommen hat. Denn ich wollte gerne noch einmal sagen, wie weit waren Sie jetzt? 3 Stunden, 14 Minuten und 49 Sekunden. Der große Wunsch von René war, unter 4 Stunden zu bleiben. Und jetzt einmal noch der Run for Kids. René Hiepen, wie sieht's zurzeit aus? Jetzt sehe ich gerade, Falco Götz ist sprechbereit. Falco Götz, der Trainer von Hertha BSC Berlin. Was haben wir denn zurzeit gelaufen?
Ja, hallo, Dieter Thomas Heck. Es ist ziemlich kalt hier in Chemnitz. Es ist sicherlich kein guter Tag, um einen Marathon zu laufen. Aber wir sind dabei, wir sind dabei. Wir sehen hier hinten im Hintergrund, kommt gerade René Hiepen an. Ich hoffe, ihr sitzt alle schön warm, weil ich sag mal, hier ist es wirklich sehr, sehr windig geworden inzwischen. Man sieht, René ist noch begleitet von vielen, vielen Mitläufern. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, ein kleines Interview mit ihm zu machen, sonst machen wir es eigentlich andersrum. Ich werde ihn einfach mal fragen, wie es ihm geht. Okay, bis gleich. Hallo René, wie geht's? Beschissen, aber wir schaffen das irgendwie. Sind wir Ende 30? Ja, ungefähr. Ich bin ja der Mann mit dem Mikrofon jetzt im Augenblick. War denn der Mann mit dem Hammer schon bei dir? Der Mann mit dem Hammer ist seit einigen Kilometern bei mir, aber ich habe Sabrina Mockenhaupt dabei, die schnellste deutsche Frau bei 10.000 Meter. Frank Busemann, Denise Klecker sind die ganze Zeit mit mir übergelaufen. Seit fast 4 Stunden. Es ist ein Hammer. Ja. Und ich glaube, Falco, wir kriegen für die Deutsche Krebshilfe richtig viel Kohle zusammen. Wir laufen noch ein paar Kilometer und Sie zu Hause anrufen und spenden. Ja, das war der Stimmungsbericht hier vom René Hiepen. Ich werde mich natürlich jetzt mit auf die Spur machen, weil nach wie vor es geht um eine tolle Sache für kranke Kinder. Und auch ich werde ab jetzt alles geben. Tschüss. Bis dann. Dankeschön, Falco Götz, dankeschön, René Hiepen. Aber bei dem Wetter war es eigentlich völlig klar, dass René Hiepen mit seinen Sportlerinnen und Sportlern das nicht schaffen konnte, pünktlich hier zu sein. Jetzt gerade höre ich, dass sie vor der Halle sind. Also schalten wir mal vor die Chemnitz Arena und sehen, was sich dort in diesem Augenblick tut. Bei einer Gesamtzeit von... Und die blendet ihr jetzt netterweise einmal ein für mich. 4 Stunden, 4 Minuten, das sind 4 Minuten mehr, als er sich vorgenommen hatte. Das sieht doch toll aus. Und Sie sehen, da ist das Feld doch verdammt eng zusammengeblieben. Und ich begrüße jetzt, das ist von hier immer noch nicht zu sehen, auch mit Brille nicht, aber ich sehe natürlich René Hiepen, der bereits winkt und der bereits vor der Halle durch das Zieltor gelaufen ist. So nehme ich einmal an. Wenn nicht, dann müsste es jetzt kommen. In den nächsten Sekunden müsste es soweit sein. Da ist das Tor, da ist die Chemnitz Arena. Und ich sage Ihnen, in den nächsten Sekunden läuft dann René Hiepen hier ein mit Falco Götz, dem Trainer von Hertha BSC Berlin, Arne Friedrich, Fußballnationalspieler und Kapitän von Hertha, Sabrina Mockenhaupt, die schnellste Frau der Welt über 10.000 Meter, von ihr hatte René vorhin schon gesprochen, Frank Busemann, ein Zehnkämpfer, eine Zehnkampflegende in der Zwischenzeit, Joe Kelly, Mitglied der Kelly Family, Magdalene Breschka, Weltmeisterin in der rhythmischen Sportgymnastik, Ex-Schwergewicht, Boxer Axel Schulz, von Athen, dann der Kapitän der Hockey-Nationalmannschaft, nämlich Timo Wiss und Stefan Vukovic. Und natürlich herzliche Begrüßung. Kinder, ich bewundere euch. Es ist toll. Junge, Wahnsinn bei dem Scheißwetter. Das ist einfach toll. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich auch darüber, dass Falco Götz das 2-0 von gestern weggesteckt hat in Dortmund. Und heute Abend wieder große Freude hat. So, herzlich willkommen. So, jetzt... Du kommst natürlich zu uns, Alina, hier rüber, Alina. So, sag mal, es ist toll und schön warm ist es hier, ne? Das sage ich dir, draußen war es abgeschlossen. Ich hab, ja, das glaube ich dir sofort. So, jetzt sollten wir einmal sagen, was wir eingenommen haben. Also, ist... Was heißt wir, was du eingenommen hast? Die Deutsche Leasing hat pro Kilometer, den ich heute Abend gelaufen bin, 500 Euro gegeben. Das sind dann nach 42 Kilometern, so viel rechnen kann ich noch, 21.000 Euro. Ja. Dann haben wir unterwegs gesammelt vom Schützenverein, ja, 9.000 Euro. Ja. Dazu kommen
Startgeld der Marathonläufer. Es waren so viele Chemnitzer heute Abend in der Stadt auf der Strecke mit unterwegs. Vielen Dank. Über 1000 Leute heute Abend bei dem kalten Wetter. Und Startgeld 1365 Euro. Und die Sparkasse Chemnitz hat für jeden Chemnitzer oder jeden Sachsen, der eine Runde mitgelaufen ist, noch 10 Euro oben draufgelegt. Das sind insgesamt nochmal 7500 Euro, die zusammengekommen sind. Toll. Und dann darf ich dir auch noch sagen, dass die Deutsche Leasing zu den 21.000 noch 9.000 dazulegt, dann sind es 30.000. Dann haben wir eine Gesamtsumme von, du bist doch ein Schnellrechner, wie 47.775 Euro. Toll, fantastisch, Junge. Und danke an alle, die mitgenommen sind. Ja, danke. An euch alle. Mein Trainer Dietmar Groß, Axel Schulz, Stefan Bukovic, Timo West, Denis Flecker, Frank Busemann. Und Frank Busemann ist durchgelaufen, genauso wie Denise. Wir sind Marathon komplett zusammengelaufen. Du willst doch damit nicht sagen, dass Axel Schulz nicht durchgelaufen ist. Ich kenne doch Axel, das Laufwunder. Nein, ich habe betrogen. Also ein bisschen, hast eine kurze Abkürzung gemacht. So, ich danke euch ganz herzlich. Wir danken dir. Danke.